Hallo und herzlich willkommen zurück bei Astroboard. In der letzten Folge haben wir den guten Deacon vom singenden Baum gerettet. Allerdings, guck mal, uns fehlt noch ein PlayStation-Held oder Heldin und ein Puzzleteil. Wir müssen nochmal landen. Wir nehmen jetzt die Hilfe zu Hilfe, die uns hier geboten wird, wenn es hier noch einige gibt. Wäh. Ja, Na gut, wir haben es ja eh schon, ist egal. So. Komm raus. Die gönne ich mir mal. Komm, du Kleiner. Oh, das war's aber... Ach, man darf die auch hauen, wenn die Stacheln haben? Wusste ich gar nicht. Das hier nehmen wir mal mit. Wir müssen jetzt immerhin schließlich 200 wieder reinholen. Das erinnert mich gerade dran hier. Ich habe so ein kurzes Video gesehen irgendwie bei Instagram. Und da ging es darum, dass so ein Paar wollte die Küche neu renovieren. Und dann haben die den Boden neu machen. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass mit dem Boden irgendwas nicht stimmt. Dann haben die so lange gebuddelt, bis sie tatsächlich Wasser gefunden haben. Und dann war das früher, war das irgendwie ein Brunnen. Und dann haben die tatsächlich diesen ganzen Brunnen freigelegt, mitten in der Küche. Und haben den auch gemauert und so. Und jetzt haben die da einfach eine Glasplatte drüber gemacht. Mitten in der Küche haben die jetzt einfach einen Brunnen. Und da ist eine krasse Glasplatte drauf halt. Sah schon sehr cool aus. Haben noch beleuchtet und so. Ich weiß aber nicht, ob das... Also ich konnte es mir ahnen. Oben. Ach, das bisschen Wasser reicht nicht für den Baum. So... Hier. Wen soll ich da hinrollen, frage ich mich. Ah! Wie cool! Ist mir gar nicht aufgefallen. Nein! Nochmal. Auch doof. Mal sogar Golf spielen noch. Nein! Rüber. Ja! Ja! So, es fehlt uns nur noch einer. Hier, ihr Kleinen, ich werde euch mal helfen. Krass aus, wie der einfach wächst. Ich verkrafte immer noch nicht, dass er uns einfach gesnackt hat. So, Nunu ist am Start. Ist doch ein Kackhaufen. Thank you.
bin so gespannt, wo wir den vergessen haben und wer es vor allem ist. Ein Puffer hier. So, aufgesnackert. Ich glaube, die 200 haben wir wieder drin, oder? Einer gehangen und dran liege. Voll verpennt gerade. Da links, ich habe vergessen, da links hinzugehen. Ah, ich habe es noch gesehen. Verdammt, sorry. Ach, das ist Kena. Seelenführerin hilft all jenen, die sich schwer tun, das Diesseits zu verlassen. Also ich habe mir mal Bilder von Aiko oder Iko angeschaut und irgendwie hätten die hier besser hingepasst als der Deacon, oder? Kann ich sie eigentlich auch rausschmeißen? Nee. So, Kane habe ich erkannt, das haben wir auch gespielt, findet ihr auf dem Kanal. Wunderschönes Spiel. Ich liebe das. Jeder, also... Lauft ihr gerne so viel durchs Kreml durch bei Astrobot, dass man das so im Controller fühlt an die Leute, die das spielen. Und an die Leute, die das spielen werden, werdet ihr auch eine Extra-Runde drehen. Um durch alle möglichen Dinger durchzulaufen. Und werdet ihr auch alles anhauen. Auch wenn es freundlich ist. So, ja, wir können jetzt eigentlich hier das Level verlassen. Wir machen jetzt mal das Zusatzlevel, würde ich sagen. Tschung! Scheinbar gibt es unten wieder was, aber ich will erstmal mit euch dahin gehen. Oder sollen wir erstmal was anderes anfangen? Retro-Randale 2 hätten wir hier. Na gut, also die sind jetzt ganz schön knifflig. Zumindest diese anderen Dinger. Ich glaube, wir versuchen das mal. Bisschen aus Minecraft hier. Minecraft vor allem. So. Ach hier. Stimmt, das ist ja sowas. Nein. Jetzt war ich ganz aufregend hier. Ah!
kann auch so komisch hüpfen. Mit Doofies. Was bist denn du? Junge, die sind ja doof. Auf und decken. Sichere Rivale greifen ihn an, wenn du dich traust. Du müsstest einfach alles vom Tekken, wenn sie so einen Kampfanzug anhaben. Ich habe Tekken nie gespielt. So, gibt es einen neuen Planeten? Nee. Gibt's nicht. Deswegen rennen wir mal jetzt hier rein. Oder haben wir noch eine extra Planeterie? Ich würde gerne mal hier unten gucken. Haben wir den schon gemacht? Nee, den haben wir noch nicht gemacht. Sollen wir lieber das hier machen? Glühbirnen-Limbo. Was gibt's denn hier? Ich seh nichts. Ah, hier ist aber dunkel. Aber Castlevania hat man doch schon. Ach, ist das interessant. Wir haben eine Glühbirne. Das ist ja cool. Das fühlt sich so interessant an. Kann ich da dran ziehen? Yay! Ach, der sieht aus wie eine Mumie, der Typ. Also, oh! Nein! Drei Stück gibt's hier. Demon's Souls. Wen könnte ich mir noch... Devil May Cry. Könnte ich mir noch vorstellen. Waren das nicht auch immer drei? In so einem Szenario? Das ist so cool gemacht hier. Ja, Devil May Cry. Tatsächlich. Sohn von Spada. Spada? Spada Bank? Lass uns rocken. Oh, Gott. Hilfe. Hey, der pennt. Ich brauche ein Licht. Hier, wach auf. Guten Tag. Komm in meine Riege. Yay. Oh Gott, ich will... Also, was jetzt so ein krasser Move gewesen wäre, wenn jeder zu seiner
physischen Version eine Figur von diesen 300 dazu bekommen hätte. Irgendeine völlig random welche. Und dann hätten sie noch so Mystery Packs rausbringen können, wo meinetwegen drei oder so drin sind. Drei kleine Astros aus diesem Spiel. Die würden Geld machen ohne Ende. Vampir Champion erscheint nicht wirklich im besten Licht. Ey, ich hätte sie alle sammeln wollen, wirklich. Also das wäre sowas, das hätte ich gesammelt bis zum geht nicht mehr. Bis ich alle halt gehabt hätte. Und das wäre so cool gewesen, dann hättest du sogar die Konsolen, also die physischen Spiele, hättest du so anheizen können, die Verkäufe, im Gegensatz zum Digitalen, wegen diesen Figuren. Natürlich wäre es dann auch ausverkauft gewesen. Und der kommt nicht mehr. Brauche ich eine... Aber das wäre so cool gewesen. Mann ey, warum sitze ich nicht in so einer komischen Marketingabteilung? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich komme gleich. Ich warte doch mal die Zeit ab. Ach, man muss von oben rein. Was ist denn hier los? Oh, da ist eine Miets. Hallo. Ach, hier kann man sowas auch sammeln. Ganz vergessen. Warum sollte ich das tun? Ich stehe nicht über Dark Souls. Nein, ich werde das mit Sicherheit hier... So, was ist denn hier überall? Ist das alles eine Höhe? Ja. Ja. Uns fehlt aber trotzdem noch ein Puzzleteil, gell? Ja, ich bin natürlich gestorben jetzt, also das ist ja wohl klar. Wenn dann sterbe ich mit der Glühbirne in der Hand. Ach, die verarschen mich hier. Ihr Säcke. Nein! Hä? Wozu? Wozu ist diese? Gehen direkt mal hier rum. Warum soll ich das machen? Was? Ich wäre aber reingefallen. Hä? Ja, ich komme gleich. Warte doch mal. Chicken Potto. Leicht verdientes Geld. Thank you.
Hallo. So, mir fehlt immer noch Bot gerettet. Aber da stand jetzt gar nicht, wer das ist. Nein, nein. Mir fehlt noch was. Wo fehlt mir hier noch was? Hängt da oben was? Ich glaube, da oben hängt was. Hier kriegt man es aber auch nichts mehr, gell? Okay. Da oben. Da ist bestimmt irgendwas drin. Wir nehmen das jetzt mal mit. Irgendwo hier muss noch ein Puzzleteil sein, weil hier war noch das erste... Ach, wir können es gar nicht mitnehmen. Ach, das ist das Ende. Da ist doch, das sieht man drüber. Ich will nicht nochmal 200 Taler bezahlen. Da haben wir den anderen rausgeholt. Aber er visiert es halt auch gar nicht an. Nee. Okay, dann müssen wir erstmal hier weg. Nein, gar nicht wahr, das ist gelogen. Doch nicht. Hä? Wir haben doch alles gefunden. Glühbirnenlimbo. Okay. Ja. Ja, tatsächlich. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück zur Erde, wollte ich gerade sagen. Was gibt's da? Flitzerverzierung. Ach, wie cool. Die Dual-Speeder-Garage ist geöffnet. Verpasse deinem Dual-Speeder einen ganz neuen Look. Okay, wir gucken mal schnell zum Dual-Speeder. Aber wir haben bisher nur schwarz. Edel. Ich glaube, wir nehmen mal den blauen. Voll dark. Nehmen wir den blauen. So, sollen wir uns mal umschauen hier. Umkleide. Er ist ganz allein, der Arme. So, wen haben wir hier? Ihr braucht noch Krempel, gell? Du brauchst noch... Oh, sie kriegt bestimmt ihre kleinen Wullis. Okay, wir gucken mal schnell. Ein bisschen Geld haben wir, ja? Ha, sag ich doch, beides Tekken, oder? Street Fighter, nicht Tekken, Street Fighter. Die sind beide von Street Fighter.
Ich muss mal zu dieser Leon-Thematik was sagen. Für mich war der echt im vierten Teil blond. Ich habe das als blondes Haar angesehen, was er da hat, aber er hat ja tatsächlich braune Haare. Anti-Dämonen-Set. Damit werden deine Kombos stylisch. Deeks Drifter. Dieses Motorrad ist einzigartig. Ace hat gar nicht die Death Stranding-Verkleidung, die ich gerade benutze. Gestaltwandlerstab. Ja. Für Hirten ruheloser Geister. Dürstet immer nach mehr Seelen. Oh, da mit diesen Trauben. Das kenne ich auch mit diesen Trauben. Was ist das? Ah, Kobaltdämmerung Dual Speeder. Tiefblau wie das tiefe Meer. Die Essenz der Fluoreszenz. Die Metten Luxus Dual Speeder. Neon-Traum-Dual-Speeder. Boah, das ist mir zu aufregend, ey. Das strahlendste Leuchten. Wir haben kein Geld mehr. Schneeleuchten-Dual-Speeder. Cooler geht es nicht. Wieso haben die nicht mal so einen normalen, den wir ihn auch kaufen konnten? Das wäre ganz cool. Ich habe kein Geld mehr. Nein! So, wir werden jetzt die Runde erstmal nicht gehen, sondern wir werden erstmal die hier ärgern. Wo geht's denn hier hin eigentlich? Oh, guck mal! Oh, wie süß! Was ist das? Oh, ist das süß! Was haben wir denn da? Die PS3 mit dem goldenen HDMI-Kabel. Das erste HDMI-Kabel der PlayStation-Geschichte. Dann gab es noch PS Plus dazu. Oben, rechts. Kino 32-Bit. Schwarzen CDs unten in der Mitte. 128-Bit hatte die PS2. Dann gab es die PS Portal. Nee, PS Portable. Portable. Genau, die hat einen USB-Anschluss. Soll das ein USB? Nee! Ach, das ist ein Netzwerkkabel. Ich sehe gerade rechts neben der PS2, das ist ein Netzwerkkabel. Dann haben wir hier Couch-Koop scheinbar. 32-Bit Wasser. Das mit dem Dino. Wir hatten ja auch bei Astros Playroom diesen Dino. Das soll aber nicht Tomb Raider sein, oder? Ach, da steht auch HD World. Ah! Dann haben wir hier PlayStation Home oben neben der PS4 links. Und da fing es dann an mit der Blu-ray. Da haben wir die Blu-ray unten drunter. Ach, war das PS Network links daneben. Rechts neben der PS3 ist das dieses PlayStation Network Zeichen. Und oben haben wir noch die PSVR mit 360 Grad. Wo ist die PS Vita? Haben sie die einfach ausgespart? Das ist doch die PSP da. Haben sie die genauso verschluckt wie Concord jetzt? Das ist ja süß. So beenden wir jetzt mal die Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Vielen Dank an Robert Dark für die Kanalunterstützung und bis morgen. Tschüss.